zurück bei Alien Breed Impact Teil 1 von der Alien Breed Trilogie Let's Play mit dem Anduin. Ja, es geht gleich dort weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat. Also für euch mit wahrscheinlich ein bisschen Unterbrechung. Für mich geht es direkt weiter. Das ist noch eine Aufnahmesession. Ach. Wir gehen. Da. Kommt ja was von hinten. Geld ist auch immer gut. Immer gut, immer gut. Also zumindest in dem Spiel, da ist immer gut. Ich würde mir was Besseres wissen, als wir noch Geld zu suchen, wenn das Raumschiff droht abzustürzen. Aber naja, so ist es halt. Okay. Flammenwerfer gefällt mir. Also die Schleudermunition kann nicht komplett sein, sorry. Aber so. Thank you.
So, bisschen die Gesundheit wieder auf Vordermann bringen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Bums, bums. Ja. Sieht man eigentlich irgendwo, wie viel? Ja, 5100. 5100, das hört sich sehr gut an, ehrlich gesagt. Reicht's jetzt? Ja. Waffen. Ach so, ja, 5100. Ich glaube, wir sollten das erst das die Upgrades anschauen. Für die Waffen, für das Sturmgewehr. Ich hätte lieber das da. Ich hätte lieber das da. Das erhöht nämlich den Schaden und ich glaube, das sollten wir investieren, bevor wir das da nehmen, weil da verschießt man schneller die Muni. Aber der Schaden pro Munition bleibt gleich. Das heißt, zuerst das Schaden erhöhen, dann schneller. Das heißt, wir müssen auf 6000 drauf. Wir werden also jetzt im Moment nichts kaufen außer Munition für das Sturmgewehr und da gibt's keine Doll. Ja, dann kaufen wir halt gar nichts, ne? Jetzt sind wir angepieselt, dann wollen wir nicht mehr. Aber eines wollen wir schon und zwar unseren Fortschritt speichern. Schwierigkeitsgrad zieht an. Also von der ersten in die zweite war schon etwas erhöht und jetzt noch einmal, wo man richtig spürt, dass es halt nicht mehr wie beim Level 1 so Motto-Tutorial und man kann fast nicht sterben, das ist definitiv vorbei. Der Falter. Achso, den kennen wir schon. Das ist. Jo, so wird man gekriegt. Flammenwerfer kann ich euch empfehlen. Ist neben dem Sturmgewehr momentan die effektivere Waffe. Aktiviert, weiß die Zugangsbrückensteuer. Das schaut sehr komisch aus da. Ah ja. Eine Energiebrücke. Ja, ganz toll. Da fühlt man sich ja gleich viel sicherer, ne? Oh ja. Diese Systemkonsole, okay. Glaube ich, dass der Weg der richtige ist, oder? Ist es eher so, dass da herüben nur eine Tür weggeht?
Oh, da geht nichts weg. So, wie schauen wir mit den Waffen aus? Mhm. Okay. Wo müssen wir da hin, bitte? Nicht in die Flammen laufen, Anduin. Ich sag's euch ganz ehrlich. Jawohl, die Tür war vorher zu. Oder auch nicht. Schaut aber nicht so verkehrt aus, oder? Was würdet ihr sagen? Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Komm da nämlich nicht hin. Was ist das für ein Kack? So, ich bin mir sicher. Ihr habt schon lange gesehen, wo die Abzweigung ist. Wie man dorthin kommt und ich irre da jetzt herum. Kommt da nicht durch. Ich vermute mal was. Jawohl. Jo. Okay, also jetzt kann man runterfallen. Definitiv kann man jetzt runterfallen. Vermutlich. Oder so. Also Feuer reagieren ist ganz allergisch. Gefühlt würde ich mal sagen, Feuer macht momentan den meisten Schaden. Kommt mir ehrlich gesagt schon fast zu hoch vor. Sagt er und stirbt mit dem Flammenwerfer in der Hand. Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Und ja. Beste Waffe will irgendwann nachgeladen werden.
So, dann der Spind. Nichts Interessantes. Kacke. Na, ich glaube, so jeder zweite ungefähr gibt uns. Jeder dritte, sorry. Gefühlt hätte ich ja gesagt, das ist jeder zweite, wo wir was finden, aber Ausnahme bestätigen ja die Regel. Definitiv finden wir auf alle Fälle viel weniger als in der Ebene 1. Und da kam noch bei fast jedem irgendwas heraus. Na bitte, 1000 Geld, das ist ja mal eine Ansage, oder? Der können wir, glaube ich, leben. So, wir sollten uns mal wieder Richtung Wegpunkt orientieren. Könnte, ja. Verwende die Konsole für die Fließbandsteuerung. Welche Konsole? Hallo? Welche? Was? Oh. Wo ist da eine Konsole? Hallo Konsole. Konsole, wo denn? Konsole. Hallo, ich sehe keine Konsole, es tut mir sehr leid. Sieht irgendjemand? Na klar, natürlich, die Konsole ist natürlich, ja. Was? Sammle die Sprengladungen ein. Wo? Welch? Was? Warum? Sprengladungen. Generatoren zerstören. Ach Gott. Ich hab's gewusst, es ist wieder mal was kaputt. Also, wozu man überhaupt nur probiert, dieses Schiff zu retten, es funktioniert hier sowieso nichts mehr. Um in den Generatorenraum zu gelangen. Okay. Generatorenraum, wir nehmen mal wieder die Schleuderkanone. Ist das der? Ich glaube, das ist der. Ja.
Ja, das ist jetzt. Achso. Gut, wir müssen Retüre von dort, wo wir hergekommen sind. So, der ist nachgeladen. Wir probieren es mal wieder mit dem Flammenwerfer. Genau, da liegt ja die Leiche mit der Schleuderkanonenmunde, die wir jetzt ja wieder aufnehmen können. Falsch rum, wir müssen da raus. Da lang, dann glaube ich, war es so. Gut. Also richtig sicher bin ich mir nicht, wo wir hergekommen sind, aber ich nehme es mal an. Die Spind habe ich alle durchsucht anscheinend. Ja, ein Lasergewehr, das ist okay. Das ist okay. Oder? Jo. Da kommen sie ja schon wieder. Ey, was ist? Schauen wir uns mal das Lasergewehr an. Ist dieses Teil da? Okay. Ist ja cool. Okay. Nicht die schlechteste Waffe. So, wir laufen einmal, zweimal, weil eigentlich wollten wir nur da vorne. Alter Falter. Ja, geht's noch? Komm, mach mal die mal weg da. Wie kommt sie da überhaupt her? Hm? Falsche Richtung. Aktiviere das Shuttle-System. Okay. Operations unsuccessful. Power levels at 54%. Ja, wir haben schon wieder maßlos die Zeit überzogen, sehe ich gerade.
Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann tritt es beim nächsten Mal wieder auf, wenn Alien Breed Impact Let's Play mit Anduin weitergeht. Ciao!